Ja, hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen ja zu diesem Video, zu dieser Aufzeichnung. Und ich möchte ja heute ja zeigen, wie du dir ein passives Einkommen aufbauen kannst, beziehungsweise ein Business vorstellen und das für alle die interessant ist, die von zu Hause aus arbeiten wollen. Um was geht's denn heute? Und zwar gehen wir zum einen die Motive durch, warum möchten Menschen von zu Hause arbeiten. Wir werden uns dann anschauen, welche Probleme dabei entstehen. Dann die ja Erfolgskiller schlechthin, wenn du ein Business von zu Hause starten willst. Dann werden wir uns anschauen, wie du mehr Partner für dein Business findest. Und das werde ich dir an einem praktischen Beispiel zeigen, live hier am Bildschirm. Und dann werde ich dir natürlich auch einen Weg zeigen, einen sehr, sehr einfachen, wie du dir ja dein Geschäft von zu Hause aus aufbauen kannst. Okay, legen wir gleich los. Warum wollen die Menschen ein Business von zu Hause aufbauen? Zum einen ist es so, dass sie ja immer den Traum haben oder dass viele den Traum haben, ein passives Einkommen aufzubauen, dass sie ihre Träume und Ziele verwirklichen können, mehr Zeit haben für die Familie, Freunde oder eben für die Dinge, die wichtig sind, dass man von jedem Ort der Welt aus ja arbeiten kann, mehr reisen, ein neues Auto, ja vielleicht auch mehr Geld und so weiter. Also die Gründe sind da sehr, sehr zahlreich. Nimm dir aber einfach mal Zeit ja für dich und stell dir einfach mal die Frage, warum willst du ein Business von zu Hause aufbauen? Warum willst du passives Einkommen kreieren? Weil wenn du eine Antwort auf diese Frage hast, wenn du tief innen drin deine innere Motivation hast, wenn du einen Antrieb hast, ja, dann kannst du das Ganze auch durchziehen, auch wenn es mal nicht so läuft, weil du weißt, warum du es tust. Du hast einen starken Grund, eine starke Motivation und ohne Motivation ja geht es dauerhaft nicht. Ja, du brauchst in allem, was du tust, brauchst du den Willen zum Durchhalten und dementsprechend ja auch eben einen Antrieb und einen wahren Grund, der dich durchhalten lässt. Wie sieht denn aber die Realität aus? Ich habe neulich gelesen, dass 95% der Menschen, die ein Internet-Business oder eben ein Network-Marketing, im Network-Marketing starten, ja, dass die scheitern, ja. Und die Realität sieht tatsächlich so aus, dass viele Menschen, die eben starten, ja, die von zu Hause aus arbeiten wollen, dass die viel arbeiten, aber wenig verdienen, ja. Da ist kein passives Einkommen, ja. Die haben zu wenig Interessenten, es kommen zu wenig Kunden raus, zu wenig Partner. Ja, dann geht es auch in den technischen Bereich rein. Sie wissen nicht, wie man Capture Pages erstellt, die Leads generieren, ja, wie man täglich Leads gewinnt, also Interessenten für sein Business gewinnt, wie man Marketing macht und dann eben richtig über das Internet verkauft, so dass dann halt zum Schluss nur noch die Personen rauskommen, die tatsächlich Interesse haben, ja, an dem, was man anzubieten hat. Dann kommen da die Probleme mit der Technik dazu, wie installiere ich einen Blog, wie halte ich den am Laufen, was passiert, wenn der Blog gehackt wird, wenn Fehler auftreten, kann ich das Ganze dann programmieren? Also es gibt so viele Dinge, die da auftreten können, auch wenn in der heutigen Zeit vieles sehr, sehr einfach ist und es für vieles Anleitungen gibt oder Videos, ist es trotzdem ein Thema, wo man sich ganz klar werden sollte, ob man ja die Dinge eben einfach selbst macht oder ob man, ich sag mal, Plattformen sucht, die einem ja diese Arbeit abnehmen. Und dann ist natürlich das Wissen, wie man Traffic für die eigene Webseite erzeugt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den einfach viele, ja, wo einfach viele nicht wissen, wie bekomme ich denn qualifizierte Besucher auf meine Webseite. Aber da werden wir dann jetzt im Einzelnen noch näher drauf eingehen. Was sind die Erfolgskiller schlechthin? Erfolgskiller Nummer 1 ist ganz einfach die fehlende oder falsche Planung. Viele Menschen gehen damit ran und sagen, okay, ich setze jetzt eine Webseite auf und dann schaut mal, dass die schön aussieht, dass die ansprechend gestaltet ist und dann war es das bei vielen. Ja, viele machen sich viel zu wenig Gedanken darüber, wie kreiere ich guten Content, wann veröffentliche ich den Content, habe ich ein Budget, um gezielt Werbung schalten zu können, habe ich kein Budget, muss ich auch auf Wege ausweichen, die wenig Geld kosten. Also da gibt es viele Fragen, ja, die es zu beantworten gilt. Und da sehe ich einfach immer, dass ja viele dazu blauäugig rangehen. Ich möchte jetzt hier auch nicht ganz groß drauf eingehen, weil ich will dir einfach nur einen Überblick geben und möchte dann später in einem praktischen Beispiel dann eben dort dir zeigen, auf was es letzten Endes ankommt. Erfolgskiller Nummer 2, die ich will nicht, ich kann nicht Einstellung. Und das ist so ein ganz verbreitetes Phänomen, was auch ich in vielen Gesprächen sehe,
beziehungsweise höre und erzählt bekomme, dass viele einfach sagen, ja, ich weiß nicht, wie das funktioniert, ich kann das nicht, ich habe da Berührungsängste mit dem Bereich Internet und ja, und das ist eben einfach, ich sag mal, nicht die Einstellung, die zum Erfolg führt, weil wenn du einen Antrieb hast, dann musst du es halt auch durchziehen. Ich sehe auch oft, wenn Menschen zum Beispiel im Network Marketing in einem Unternehmen starten, ja, und dann 2 Monate später sind sie wieder woanders und es kommt nicht auf das Unternehmen an. Also es ist keine Frage, das Unternehmen ist wichtig, das muss passen, das Produkt muss stimmen, also die Qualität muss da sein, das ist alles keine Frage, aber das ist bei den meisten Unternehmen ist das gegeben. Aber letzten Endes kommt der Erfolg dann, wenn du dich persönlich entwickelst, wenn du die richtige Einstellung hast, wenn du die Person wirst, die ja, die Erfolg machbar macht, die Erfolg möglich macht. Und das geht nur durch persönliches Wachstum, nicht dadurch, dass man, ich sag mal, alle 2 Monate seine Strategie überdenkt, sondern es ist einfach wichtig, ja, sich persönlich weiterzuentwickeln. Und wenn es mal so aussieht, als hätte man oder man weiß nicht, wie es weitergeht, dann einfach Menschen zu finden, die wissen, wie es geht. Und das sich dann, und das ist, gibt's meistens, dieses Wissen gibt's halt nicht kostenlos, aber da muss man halt auch dann investieren und sagen, okay, ich bin bereit, ich will das Wissen haben und ich möchte mich persönlich weiterentwickeln, damit ich mein Business erfolgreich voranbringe. Der Erfolgskiller Nummer 3 ist ja das Umfeld. Also was denken die anderen von mir, ja, wenn ich jetzt dies oder jenes tue? Und man merkt es zum Beispiel, ich hatte neulich ein Gespräch, da ging es halt eben auch darum, um ein eigenes Video zu machen. Dann sage ich, hey komm, nimm doch eine Webcam, sprich einfach mal in die Webcam und lade es hoch. Und da zeigen sich dann immer so die Ängste, ja, was ist, wenn das den anderen Menschen nicht gefällt oder ja, wenn es Kritik hagelt. Das ist eben so genau der Punkt, wo ich halt einfach sage, ja, okay, wenn du ins Internet gehen willst und du willst nicht, dass dich jemand sieht und du willst gar nicht gefunden werden, ja, dann ist eben die Plattform verkehrt, ja, sondern du musst halt eben für dich die Einstellung erzeugen, dass es dir egal ist, was andere Menschen von dir denken. Und das Thema Umfeld, also die Freunde, Bekannte, Familie, das ist halt auch immer so ein Thema. Und ich habe vor langer Zeit, habe ich die Entscheidung getroffen, auch bei Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten will, dass ich eben halt nur mit Menschen zusammenarbeite, ja, die mir gut tun, wo ich merke, die möchten was erreichen, ja, die sind bereit zu investieren, die sind auch mal bereit, Geld für ihren Erfolg auszugeben, die sind bereit, ja, zu handeln und habe mich dann von denen distanziert, die so dieses Problemdenken haben, das kann ich nicht, das will ich nicht, gibt es das nicht irgendwo kostenlos? Und das sind so Dinge, seit ich das gemacht habe, ja. Fühl ich mich besser, ja, und ich habe auch kein Problem mehr, Menschen ziehen zu lassen, die eben einfach nicht zu mir passen. Und das ist so ein Punkt, da muss man halt auch hinkommen. Also gebt nicht so viel drauf, was andere denken, sondern viel wichtiger ist, dass du morgens in den Spiegel schauen kannst, sagen kannst, ja, das, was ich mache, das erfüllt mich mit Freude und das mache ich auch gerne. Dann ist ein Thema negative Glaubenssätze. Von Kind auf, ja, bekommen wir eigentlich immer mehr gesagt, was wir alles nicht können, was wir nicht tun sollen, was wir nicht dürfen. Tu dies nicht, tu jenes nicht. Und das setzt sich natürlich im Laufe des Lebens tief in uns fest. Und dann denken wir halt auch wirklich, wir können es nicht. Ja, oder wir haben eben nicht den Willen, unsere Komfortzone zu verlassen. Weil wenn man Dinge anders macht, als sie bisher gemacht wurden, dann gibt es halt eben auch Menschen, denen das aufstößt, ja. Also das Thema Glaubenssätze ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Und wenn du da ja auch Fragen dazu hast, wie du vielleicht deine Glaubenssätze ändern kannst, dann kannst du mich auch gerne anschreiben oder ich habe auch auf meinem Blog zu diesen Themen ja schon einige Artikel veröffentlicht. Ja, und dann die falsche Sicht der Dinge, ja, oder auf die Dinge. Das ist auch so ein Erfolgskiller und das möchte ich dir am besten anhand von einem Beispiel machen. Und zwar habe ich vor kurzem auf dem Presseportal einen Artikel gelesen. Da ging es nämlich um Haare und was Erfolg mit deinen Haaren zu tun hat, das möchte ich dir jetzt kurz anhand dieses Beispiels verdeutlichen. Und zwar hat die Apothekenumschau eine Umfrage gestartet und da hat man eben Frauen gefragt, ja, was so bei, was sie auf so, also was halt Männern, was sie bei Männern an Haaren so attraktiv finden. Und da haben halt 80% der Frauen eben gesagt, dass sie, ja, wenn die Schläfen bei einem Mann grau sind, dass sie das attraktiv finden.
44% der Frauen haben gesagt, dass sie kahlköpfige Männer häufig interessant finden oder dass eben die halt sexy werden. Und was hat das jetzt aber mit deinem Erfolg zu tun? Neulich hatte ich ein Gespräch mit jemandem aus dem Network Marketing, der hat frisch gestartet oder wollte frisch starten und hat dann halt so gemerkt, dass es halt Menschen gibt, die dazu halt Nein sagen, die zu seinem Geschäft Nein sagen, die nicht bei ihm einsteigen wollen. Und er hatte so dieses Bild, dass Network Marketing nicht funktioniert, ja, dass es viele Menschen gibt, die das nicht machen wollen. Und das ist im Prinzip kein Problem vom Network Marketing, sondern es ist ein Problem, was wir im ganzen Leben sehen, weil 80% stehen auf Männer mit grauen Städten. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass 20% eben nicht auf Männer mit grauen Städten stehen. 44% finden Männer mit Glatze sexy, heißt aber im Umkehrschluss, dass 60% der Frauen eben Männer mit Glatze nicht sexy finden. Und das ist eben ein Thema, was es in jedem Bereich gibt, in jedem Unternehmen. Es gibt Menschen, die sind jetzt bereit, um in deinem Business zu starten. Es gibt Menschen, die sind nicht bereit, in deinem Business zu starten. Und jetzt kommt einfach die Kunst. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Glatze hast und du möchtest Frauen kennenlernen, dann macht es natürlich halt Sinn, sich mit den 44% zu unterhalten, die eben auch Männer mit Glatze stehen. Also die Erfolgschancen sind da viel größer, wie wenn du halt erstmal die ganzen 60% ansprichst. Ja? Und natürlich, wenn man nur die Leute hat, also die zu den 60% gehören, ist es natürlich ja ein harter Weg, weil man hört halt viele Neins. Ja? Und die Kunst ist eben, ein System zu schaffen, dass man sich einfach nur auf die Menschen konzentriert, die grundsätzlich Interesse an dem haben, was man anzubieten hat. Und dann wird das Ganze eben auch spannend und macht mehr Spaß. Und das werde ich dir nachher im praktischen Teil zeigen, wie du ganz einfach das schaffst, dass du nur noch mit Menschen sprichst, die grundsätzlich an dir und dem, was du anzubieten hast, Interesse haben. Ja? Also, Erfolgskiller Nummer 5, die falsche Sichtweise auf die Dinge. Ja, man glaubt selber nicht an sich selbst oder eben an andere. Ja, glaubst du daran, dass es Menschen gibt, die mit dir durchstarten wollen? Glaubst du daran, dass du gute Kunden hast? Glaubst du daran, dass du Menschen um dich hast, die dich unterstützen? Dann gibt es noch den Punkt, ja, die Verantwortung übernehmen für die eigene Ausbildung, für die eigenen Fähigkeiten, ja, und dafür auch bereit sein zu investieren. Wenn ich heute mit jemandem spreche und der ist zum Beispiel nicht bereit, und ich merke, er ist nicht bereit, 100 oder 150 Euro, ja, im Monat in sein Business zu investieren, dann ist halt eben einfach die Frage, ob die Person die richtige Einstellung hat für ein Geschäft. Weil 150 Euro für ein Business ist jetzt wirklich nicht viel, ja, und für die Ausbildung eben schon dreimal nicht. Also ich gebe ein Vielfaches von dem aus, wie dieser Betrag, ja, und das ist eben so der Punkt. Willst du nach vorne kommen, dann musst du eben auch bereit sein, in deine Ausbildung, in dein Wissen zu investieren und Fähigkeiten eben zu entwickeln, die dich dann eben auch erfolgreich machen können. Und dann eben halt, wie ich vorhin schon erwähnt, viele meinen, es läuft alles von selbst, die stellen eine Webseite ins Internet und schon läuft der Laden. Und dem ist eben nicht so. Weil auch wenn du passives Einkommen schaffen willst, dann musst du irgendetwas tun. Ja, du musst entweder Geld investieren oder du musst eben Arbeitskraft investieren. Von alleine kommt auch da nichts. Und wie kannst du jetzt mehr Partner für dein Business finden oder beziehungsweise die richtigen Partner für dein Business finden, damit es eben auch Spaß macht, das Business von zu Hause aus aufzubauen? Du brauchst dazu folgende Zutaten. Du brauchst zum einen das Know-how und die richtigen Strategien, die du online und offline anwenden kannst, um eben Interessenten zu gewinnen. Das heißt, du brauchst das richtige Wissen, ja, was dir dazu verhilft, wo du eben merkst, welche Fähigkeiten du brauchst und welche Fähigkeiten du weiterentwickeln musst. Du brauchst ein Produkt, das du von zu Hause aus vertreiben kannst. Also es ist für mich manchmal immer so ein bisschen spannend, wenn ich hatte auch mal ein Gespräch mit jemandem, der zu mir sagt, er will von zu Hause aus ein Business aufbauen. Und der hat dann ein Produkt vertrieben, was man eigentlich ja zeigen muss, was erklärungsbedürftig ist, wo man vor Ort sein muss, ja. Und das ist dann eben kontraproduktiv. Natürlich kannst du von zu Hause aus deine Termine für dieses Business vereinbaren, das ist keine Frage, aber trotzdem bist du viel unterwegs und musst halt eben
ja, wenn du ein Geschäft machen willst, dann eben auch vor Ort sein und gerade auch im Service ja viel leisten. Und das ist eben so das Thema. Wenn du von zu Hause aus arbeiten willst, dann muss es ein Produkt sein, was du auch wirklich von zu Hause aus vertreiben kannst. Und wenn mal Nachfragen sind, dass du die von jedem Ort der Welt bearbeiten kannst. Im dritten Schritt, du brauchst einen Blog. Ich habe neulich den Spruch gehört, wer keinen Blog hat, ist obdachlos im Internet. Und den kann ich also 100% ja so unterstreichen. Es ist deine Marketingzentrale. Ja, und gerade zum Thema Blog hat Aaron Rashkin, das ist ein Top-Earner von Empower Network, ja, einen Spruch gesagt, und der trifft absolut zu. Er hat also sinngemäß gesagt, also nicht jeder, der von zu Hause aus startet, ja, ein Business von zu Hause aus startet mit einem Blog, verdient 1 Million Dollar im Jahr. Aber jeder, der 1 Million Dollar im Jahr verdient und ein Business von zu Hause aus gestartet hat, der hat einen eigenen Blog. Und jetzt kann man natürlich sagen, ist ein Blog wichtig, ist es nicht wichtig? Also wenn es Menschen gibt, die 1 Million Dollar im Jahr verdienen und die einen eigenen Blog haben, dann sollte man eigentlich auch drüber nachdenken, selbst einen eigenen Blog zu haben. Du brauchst einen Autoresponder. Es ist wichtig, dass du ein System hast, welches die Interessenten vorqualifiziert in zwei Kategorien, keine Interessenten und Interessenten. Ja? Du brauchst einen Sales Funnel, der verkauft, also du brauchst ein Follow-up, sei es E-Mails, Videos, was auch immer, der verkauft. Und du brauchst eine Produktpalette, ja. Du brauchst ein Einstiegsprodukt, dass Menschen erstmal mit wenig Geld bei dir einsteigen können. Und du brauchst dann eben auch die Möglichkeit, deinen Kundenwert zu erhöhen, indem du weitere höherpreisige Produkte anbieten kannst. Und das möchte ich dir jetzt anhand von einem praktischen Beispiel zeigen. Wir gehen jetzt einfach mal live hier in meinen Explorer. Du siehst jetzt hier zum Beispiel meinen Blog. Und neulich hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der bei FG Express ist. Das ist ein, ja, Network-Marketing-Unternehmen. Und ich habe ihm einfach gezeigt, wie einfach es ist, ja, mit Blogging Interessenten für sein Geschäft zu gewinnen. Und wenn du jetzt einfach mal hier eingibst, also wir sind jetzt hier beim Google Keyword Planner. Mit dem Google Keyword Planner kannst du herauskristallisieren, welche Keywords oder welche Suchbegriffe quasi bei Google eingegeben werden und wie oft. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel sagt, okay, ich bin mal angenommen, du bist bei FG Express, und du gibst jetzt einfach mal hier FG Express ein, dann können wir hier die Ideen abrufen. Ja, das dauert halt ein bisschen. Und dann sehen wir hier bei FG Express, so, Keyword-Ideen. Dann sehen wir, FG Express wird durchschnittlich 4.400 Mal pro Monat gesucht. Ja? Also da gibt es 4.400 Suchanfragen pro Monat zu diesem Wort. Und wenn du jetzt natürlich bei FG Express bist, du siehst auch jetzt zum Beispiel FG Express Erfahrung, das wird 390 Mal durchschnittlich gesucht pro Monat. Wenn du jetzt natürlich zu diesen Themen hier, ja, FG Express Erfahrungen, wenn du dazu natürlich jetzt verschiedene Artikel schreibst oder Content über diese Themen veröffentlichst auf deinem Blog und du machst es, ich sag, 3 bis 5 Mal die Woche, dann wirst du irgendwann von Suchmaschinen oder über die Suchmaschinen auffindbar sein. Und jetzt überleg mal, du bist hier gut positioniert und kriegst einen Großteil von den 4.400 Besuchern. Das heißt, du hast auf deinem Blog Besucher, die an diesem Thema interessiert sind. Und das Bloggen ist sehr, sehr einfach. Ja, ich nutze dazu das Calato-Blogging-System von Empower Network. Und hier hast du einfach nichts mit der Technik zu tun. Es ist alles schon vorinstalliert. Du kannst, also der Blog sieht dann so aus. Da gibt es verschiedene Designs. Ich habe mich eben für das entschieden, weil das meiner Meinung nach ja am ansprechendsten für mich ist. Und dann geht man einfach her und zeigt dir einfach mal, wie einfach das in der Praxis ist und sagt, okay, neuen Post erstellen, add new. Und dann hast du jetzt hier deine Überschrift. Du kannst jetzt sagen, okay, Titel hier eingeben. Und da ich jetzt ja gesehen habe, okay, FG Express wird aufgesucht, könnte ich jetzt hier schreiben. Ich mache das so. Meine Erfahrungen mit FG
dann hast du hier die Möglichkeit, den Text zu schreiben. Mache ich jetzt einfach mal hier beispielsweise. Zack. Du kannst hier dann noch ein Bild zum Beispiel dazu fügen. Indem du einfach hier auf die Mediathek gehst, kannst du dann okay hier einfügen. So, dann haben wir das Bild hier drin. Und dann gehen wir einfach hierher und sagen, gut, okay, was sind die Tags, also die Keywords, die Stichwörter, und können dann sagen, okay, ich möchte jetzt noch hier FG Express, Erfahrungen, zack, kopieren wir. Fügen das ein. Ja, und so könntest du jetzt 6, 7, 8 Tags noch vergeben, kannst hier noch ein Bild hochladen, wenn du das möchtest. Und dann gehen wir hier auf Publish und das Ding ist veröffentlicht. Ja, und das sieht dann eben so aus. Nehmen wir jetzt einfach mal hier den 3 Schritten zum Ziel. Das ist der letzte Artikel, der veröffentlicht wurde. So, und jetzt wird dann der Artikel, jetzt in dem Fall halt FG Express, gefunden. Ein interessierter Besucher kommt auf den Artikel, liest das Ganze durch, stellt fest, Artikel war hilfreich, will weitere Informationen, kann jetzt hier seinen Namen, seine E-Mail-Adresse hinterlassen und schon ist er in deinem Newsletter registriert und du kannst ihn regelmäßig ja per E-Mail kontaktieren und ja, das ist es schon. Ja, und wenn du das 3 bis 5 Mal die Woche machst, dann wirst du Interessenten gewinnen und das zeige ich dir einfach mal, dass das tatsächlich funktioniert und zwar jetzt im Februar haben sich diesen Monat 102 Leute in meinen Verteiler eingetragen. Jetzt haben wir heute den 26. 9 Uhr und ja, das sind also im Schnitt jetzt 4 pro Tag. Ja, ich habe noch einen anderen Autoresponder, da habe ich nochmal ähnliches Verhältnis, aber ich muss auch dazu sagen, im Februar habe ich jetzt nicht wirklich viel getan, ja, sondern das, was du hier siehst, das ist alles einfach über meinen Blog gekommen. Ich mache keine bezahlte Werbung, alles nur über Content, über Veröffentlichungen auf meinem Blog. Und so ist eben sichergestellt, dass du ja interessierte Besucher auf deinem Blog hast und eben dann quasi eine Vorauswahl triffst, dass du nur noch wirklich mit ernsthaften Interessenten dann ins Gespräch kommst. Und die sich dann in meinen Newsletter eintragen, die werden dann automatisch weiter informiert, bekommen weitere wertvolle Tipps, die ich nicht unbedingt auf dem Blog veröffentliche. Die bekommen Zugang zu weiterem Wissen. Und ja, und so komme ich dann eben auch mit Menschen in Kontakt. Und jetzt haben wir einfach gedacht, okay, wie können wir dir jetzt am besten helfen, ein Business von zu Hause aus aufzubauen? Und da möchte ich dir einfach unser 4-Schritte-System zeigen. Ja, wir haben das System also so kreiert, dass du quasi dich nur darauf konzentrieren kannst, auf was es wirklich ankommt, nämlich Leute einzuladen, auf eine Präsentation zum Beispiel, auf ein Live-Hangout, wo dann wir quasi eben die einzelnen Dinge für dich vermarkten und verkaufen. Im dritten Schritt ist dann die Systemeinrichtung, wie das dann im Einzelnen funktioniert, gehen wir gleich noch durch und dann im vierten Schritt Training und Ausbildung. Ja, und zwar bei der Einladung, da ist uns halt einfach wichtig, dass der Fokus eben auf einer Aufgabe liegt, nämlich die Interessenten zu gewinnen und dann auf ein Hangout einzuladen. Ja, und dazu gibt es eben verschiedene Tools und Strategien, die wir dir dann in unseren Trainings dann eben zeigen. Und das Ziel soll einfach sein, dass jeder mindestens 10 Einladungen pro Hangout hat. Ja, somit ist auch sichergestellt, dass du dir ein passives Einkommen dementsprechend aufbauen kannst. Die Live-Hangouts, die finden 1 bis 2 Mal pro Woche statt. Du bekommst eine personalisierte, vorgefertigte Hangout-Seite, die du dir ganz einfach auf deinen Blog einrichten kannst. Und die Hangouts, die dienen halt eben dazu, ja, dass du eben all Erfolgsstories und quasi Kundenempfehlungen teilen kannst, ja. Und das wirkt halt ja ziemlich attraktiv auf Menschen, die grundsätzlich Interesse haben, ja, ein Geschäft von zu Hause aus aufzubauen. Und die Hangout-Seite sieht dann jetzt vereinfacht gesagt so aus. Ich zeige dir das auch gerne nochmal live. Und zwar sieht jetzt zum Beispiel meine Hangout-Seite so aus. Habe halt hier eine kurze Einleitung, dann ist hier das Hangout eingebunden. Dann kann die Person nach dem Hangout entweder sich eintragen, das Produkt kaufen oder
dementsprechend ja mit mir nochmal Kontakt aufnehmen. So könnte dann eben auch deine Hangout-Seite aussehen und du kannst dann dementsprechend dort die Leute aufs Hangout, die Interessenten aufs Hangout einladen. Okay, im dritten Schritt ist dann die Systemeinrichtung. Ja, du hast einen Teambereich, wo eine vorgefertigte Videoanleitung zur Einrichtung hinterlegt ist, wo du ganz einfach deinen Blog einrichten kannst und eben deine Hangout-Seite. Also es ist sehr, sehr einfach gehalten. Im vierten Schritt gibt es dann eben das Training, also die Ausbildung. Dort geht es um die Themen, die richtige Einstellung, Mindset. Du erhältst Tools, Strategien, Step-by-Step-Videoanleitungen. Ja, du lernst, wie du 10 Leute pro Hangout bekommst. Ja, du lernst Internet-Marketing-Strategien. Wir zeigen dir, wie du richtig Attraction-Marketing betreibst, sodass du ja Menschen anziehst, die mit dir zusammenarbeiten wollen. Und ja, und dieses 4-Schritte-System, das soll dir dabei helfen, eben dein Business von zu Hause aus erfolgreich aufzubauen. Was kostet das Ganze? Du musst also auch, wie ich schon vorhin erwähnt habe, bereit sein, in dein Business zu investieren. Im Schritt 1 ist es so, dass du Affiliate-Partner werden solltest bei Empower Network. Das ist so die Franchise-Lizenz. Damit hast du dann das Recht, ja, alle Produkte, die du selbst erworben hast, weiter zu verkaufen. Diese Franchise-Lizenz, die kostet, dafür musst du $19,95 pro Monat investieren. Das sind so zwischen 15 und 17 Euro, ja, je nach Dollarkurs. Dann brauchst du als Werkzeug das Calado Blogging System, ja, für das man $25 pro Monat investieren muss. Es ist einfach wichtig, dass du deine eigene Hangout-Seite erstellen kannst und dass du Blog-Marketing betreiben kannst. Ja, das ist wichtig, um, wie eben schon gezeigt, interessierte Menschen für dein Business zu gewinnen und dann eben dementsprechend aufs Hangout auch einladen zu können. Ja, also $25 sind so, ja, so 18, 19 Euro, ja, 20 Euro auch wiederum, je nach dem Markus. Okay, dann ist es wichtig, dass du die Inner Circle Mitgliedschaft hast. Für die musst du $100 pro Monat investieren. Das ist ein Audiotraining, was du bekommst. Das ist auf Englisch. Aber analog dazu bekommst du eben die Ausbildung und das Training auf Deutsch über unseren Teambereich. Du erhältst die Strategien, die Tools und die Workshops. Ja, es ist ein automatisierter Einarbeitungsprozess, ja, für deine Interessenten, für deine Teampartner, weil du gibst einfach diesen Teambereich dann auch weiter, wenn die Person eben auch diese $100 Inner Circle Mitgliedschaft hat, ja, dann bekommt sie eben auch Zugang zum Teamportal und ist quasi auf dem gleichen Level wie du und kann sofort anfangen, Menschen aufs Hangout einzuladen. Das wirkt sich natürlich dann auch in die Tiefe aus, so kann dein Team einfach wachsen. Und für alle diejenigen, die das Thema Verdienst interessiert, ich will das hier sehr, sehr knapp halten, weil ich nicht so der Freund davon bin, jetzt hier irgendwelche Vergütungspläne oder so darzustellen. Aber ich möchte es trotzdem kurz anreißen, dass du siehst, dass du mit wenig Menschen hier ein gutes Einkommen erzielen kannst. Ich möchte darauf verweisen, ja, auf den Einkommensdisclaimer, den du unter www.empowernetwork.com/income abrufen kannst. Die Beispiele, die Verdienstbeispiele, die sind nicht typisch. Ja, für deinen Erfolg ist einfach wichtig, dass du gewisse Strategien für dich umsetzt. Und wenn du halt eben nichts verkaufst, dann wirst du auch keine Provisionen verdienen können. Und also wie gesagt, diese Verdienstbeispiele sind als Beispiel gedacht, damit du siehst, was möglich ist. Wie das dann letzten Endes bei dir im Einzelnen aussieht, das hast nur du selbst in der Hand. Okay, es gibt einen sogenannten Marketing-Pass-Up-Plan, ja, der einfach nichts anderes sagt, als dass der Erste, den du ins Geschäft bringst, der damit geht die Provision. Entschuldigung, ich muss nochmal von vorne anfangen, weil das ist wichtig. Jedes Produkt, das es gibt, ja, also es gibt 5 Kernprodukte, hat diesen separaten Plan. Also es gilt für jedes dieser Produkte. Und es ist so, immer wenn du die erste Person sponsorst in einem Produkt, dann geht die erste Provision eben an deinen Sponsor. Die zweite verbleibt bei dir, die dritte geht an deinen Sponsor, die vierte verbleibt bei dir und dann jeder fünfte geht dann erst wieder an deinen Sponsor. Und es ist halt auch für deine Leute so. Das heißt, wenn du jetzt du eine Person hast, die Calado Blogging-Plattform macht für $25 monatlich und den Inner Circle, dann sind es ja $175 pro Monat.
Die ersten 175 Dollar gehen quasi an deinen Sponsor. Die zweiten, ja, bleiben dann bei dir. Die Provision, wo man erhält, sind 70%. Deswegen steht hier 87,50 Dollar. Also die Provision von 87,50 Dollar würde dann jetzt an dich gehen. Die dritten 87,50 Dollar wieder an deinen Sponsor. Die vierten bleiben wieder bei dir. Und dann halt, wie gesagt, wieder jeder fünfte. Und so gilt es natürlich auch für deine Partner. Das heißt, wenn hier Partner 2 zum Beispiel den ersten Sponsor, dann geht eben die erste und die dritte Provision an dich. Was dann zur Folge hat, dass du jetzt quasi hier diese beiden Provisionen, also Provision 2, Provision 4 und zwei Provisionen von deinem Partner hast, macht also 350 Dollar ja, pro Monat. Und das ist ein passives, wiederkehrendes Einkommen. Wohlgemerkt, du hast jetzt nur zwei Leute, das quasi selbst, oder beziehungsweise hast vier Leute gewonnen und zwei Leute sind eben bei dir verblieben. Ja, und beim vierten ist es natürlich genauso. Ja, und dann bewegt sich eben dein monatliches passives Einkommen bei 525. Und dann geht es natürlich in die Tiefe und so weiter und so fort, wo du halt eben dann auch dran partizipierst. So, und jetzt ist eben die Frage, wie geht's jetzt weiter? Am besten ist es einfach so, wenn du eine Entscheidung triffst, ja, starten oder lassen, und wenn du dich entscheidest zu starten, dann nimm jetzt Kontakt mit der Person auf, die dich eingeladen hat, oder registriere dich unterhalb des Videos über den Link. Du hast kein Risiko, du hast ein 14-tägiges Rückgaberecht und alles, was du machst, ist monatlich kündbar. Das heißt, du gehst kein Risiko ein. Wenn du für dich feststellen solltest, dass es nichts für dich ist, kannst du das Ganze jederzeit beenden. Das Einzige, was zwischen dir und deinem Erfolg liegt, ist eine Entscheidung. Ja, also entscheide dich jetzt und wir helfen dir gern beim Aufbau deines Internet-Business. In diesem Sinne danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir eine gute Entscheidung. Nimm jetzt Kontakt auf zu der Person, die dich eingeladen hat, oder registriere dich über den Link unterhalb des Videos. Ich wünsche dir alles, alles Gute, maximalen Erfolg und ich hoffe, ich konnte dir auch heute wieder etwas Mehrwert mitgeben. In diesem Sinne alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.